sind für dich. Wo hast du die gefunden? Ich bin jetzt schon bei dem Typen hier wieder. Ich wollte mal gucken, ob ich da was tun kann, aber ich kann hier anscheinend Dinge tun. Steine tauschen. Bist du sicher, dass du diese Steine eintauschen möchtest? Ja. Magiebonus. Oh! Cool. Okay. Steine löschen wie... Okay, jetzt bin ich wieder zurück. Habe ich das jetzt... Ist das jetzt eine generelle Verstärkung? Das wäre ja cool. So, die Frage... Ne, wo sieht man... Hier sieht man das... Ja, da auch. Magie ist 38. Jetzt müssen wir wahrscheinlich mal vorher gucken. Jetzt nur hier nochmal gucken, ob das zufällig... Hier jetzt immer noch... Ja doch, das zählt immer noch als 7. Finde Machtsteinbissen. Mystischer Steinbissen. Widerstandsteinbissen. Okay. So, dann werden wir jetzt... Die Pirscher sind die Großen, habe ich wahrscheinlich gerade... Ja, ja, bemerkt, weil die Kleinen heißen Streuner. Müssen wir nochmal gucken... Okay, ah, wenn ich nach unten drücke, kann ich das hier haben. Okay. L1 und R2 ist die Reaper-Gestalt. Vielleicht muss ich die gleich mal machen. Wenn ich gegen die kämpfe. Ich werde das noch einmal speichern, weil die waren ja doch ein bisschen fieser. Mal gucken, vielleicht kann ich jetzt aber auch mit meiner neuen Rüstung auch schon viel mehr machen. Ich werde mal die Kleinen erstmal wegziehen von dem... So, also der Schaden ist ja schon ein bisschen krasser. Da ist noch kleiner. Yep. Okay, die Taktik ist ja gar nicht so doof, ne? 1000 Schaden macht das, das ist ja ordentlich. Aber na, ja, mal gucken, ob alle Pirscher Knochen haben oder nur manche. Yep. Oh oh. Oh ja, der haut da schon. Und wieder die falsche Taste. Okay, also. Oh, jetzt hat er sich noch rechtzeitig umgedreht. Pirscherknochen. Ich kehre zu Khan zurück und frage nach Etztau. Okay. Das war ja einfach. Die haben am Anfang so eine Probleme gemacht. Aber warte mal. So, da ist er wieder. Mal gucken, was er uns jetzt sagen kann. Vor allem, hätten wir ihn nicht gleich nach allem fragen können? Nee, na, das geht nicht. So, Etztau. Sag an. Was ist Etztau? Etztau ist das Gift, das diese Steche abgeben, wenn man ihnen zu nahe kommt. Du findest sie in der Gussfestung. Sei aber vorsichtig. Die Stiche sind übel. Okay. Ach, ein Glück. In der Gussfestung. In der... Achso, ah. Aber die haben wir doch hier auch gehabt. Ganz genau, siehst du hier. Und da gab es, glaube ich, auch noch so einen Splitter drin. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ach, das war's schon. Okay, warte mal. Da können wir bestimmt noch mal ein bisschen... Erfahrung schinden. Okay, das Ding ist fast kaputt. Ah, jetzt ist es kaputt. Ah, ja, stimmt. Ah, jetzt sind schon alle tot. Okay. So. Kann er uns vielleicht das dritte sagen? Meißelstein. Oh. Was ist mit Meißelstein? So nennen wir den Stein der Wächterkreationen, um genau zu sein. Eine traurige Sache zu zerstören, woran ein Erschaffer so hart gearbeitet hat. Aber es muss getan werden. Du findest eine Wächterkreation im verlorenen Tempel. Ach, was für ein Zufall, ey. Na toll. Ach, na gut. Ja. Ist natürlich da drin, aber ich wollte jetzt zuerst diesen Schmiedehammer machen. So, jetzt sind wir hier schon an der richtigen Stelle. Ich zeige das nochmal kurz auf der Karte, weil ich das ganz interessant fand. Aber ich habe was gekriegt. Schlecht.
Weil ich sie überhaupt nicht gesehen habe, ne? Diese zerschlagene Schmiede ist hier. Und hier sind wir schon mal lang gekommen, um zur Gussfestung überhaupt zu kommen. Und jetzt auf diesem Zwischenstück ist da ein Weg rein, den ich vorher komplett ignoriert habe. Oder übersehen habe. Und hier geht's anscheinend weiter. Ja. Ah ja, doch. Tja. Mal gucken, hier gibt's ja... Genau, bring den Hammer, ja. Ach, birg den Hammer. Ja, und bis jetzt haben wir nur die Aufgabe, vielleicht... Ich weiß nicht, ob noch eine kommt. Ich weiß gar nicht, ob wir schon mal so eine Nebenquest gemacht haben, was komplett unabhängig von de... von dem Ort war. Wo wir eigentlich eine Quest machen sollten. So ist es. Entweder gibt es hier mehrere Ebenen oder ist es unter der Treppe. So. Doch, hier geht's hin. Gib mal den an. Ja. Oh, jetzt müssen wir natürlich auf der anderen Seite auch gucken. Da zufällig auch noch sowas ist. Und da bin ich ja mal gespannt, vielleicht gibt es hier die richtig krassen Schätze. Ja, da kommt man. Da kommt man. Da kommt man nicht hin. Als ob. Okay. Was? Mehr ist es nicht? Doch, oder? Das ist doch nicht nur so ein kleiner Raum hier. Ah. Da kann man anscheinend auch ins Wasser fallen. Achso, aha, und ich muss da in die Mitte kommen irgendwie. Und hab natürlich keine andere Wahl, weil hier alles kaputt ist. Ach, das ist bestimmt schon wieder zum wieder rauskommen. Und da ist so ein Teil. Hm. Haha, ich merk's mir bestimmt. So wie immer, ich nie was vergesse. Nee, hier ist auch Wasser. Das ist eine andere Ebene. Okay. Sieht doch verdächtig aus. Ob sowas geht? Nee. Hm. Ich muss runter, okay. Ob ich. So kommt man runter. Und hier vielleicht noch tolle. Achso, aber nee. Sachen werden ja angezeigt werden, wenn es tolle gibt. Hier wahrscheinlich einfach noch weiter. Ja. Oh, krass, was ist denn hier los? Okay, und hoch. So geht man hoch. Ach ja, die haben schon richtig Bock. Frag mich, ob's. Hier gibt's auf jeden Fall einen Boss, denke ich mal. Hoffen wir, der ist nicht so krass. Dass wir den schon schaffen. Ah, Verlieskarte. Und das ist ja. Cool, dass sie so früh hier kommt. Mal kurz nochmal gucken. Oh, es gibt. Eine ganze Menge Ebenen anscheinend. Okay, ja. Ist ein bisschen größer. Habe ich da gerade was gesehen? Nee, ne? Mich auch irgendwo muss es ja auch noch. Nee, der würde die auch anzeigen. So eine anderen Steine geben, die nicht diese Magiesteine sind, die wir bisher schon haben. Was ist da? War da was drin? Nee. Ach, hier sind sie schon. Okay. Whoops, jetzt wollte ich nicht auch noch einen Abgang machen. Okay, das war ja einfach. So,
Genau, da macht man die. Ich habe das schon wieder vergessen. Aha. Na, das sieht ja schon mal... Ach, da oben. Okay, da oben gibt es das Zeug. Naja. Geht nur hier lang. Wahrscheinlich da einmal rumgehen und dann... kann ich von da oben diese Bombe holen. Ah, wahrscheinlich hier so. Hep, dann rüberspringen. Los. Okay. Gab doch keinen geheimen Weg, muss man einfach nur gut springen. Oh, ach, hier ist wieder so ein Ding. Ah, das sieht auch so aus, als ob da das öfter mal so ein bisschen abgeranzt ist, ne? An den Stellen, wo man. Ja. Hochklettern soll. So. Wunderbar. So, jetzt müssen wir auch mal gucken, ob irgendwo so eine Splitter rumhängen. Und liegen. Es ist aber auch ordentlich kaputt gegangen hier, ne? Yep. Ja, wunderbar. Da gibt es sogar Speicherpunkt für mich. Oh. Ach, die kommen sogar rüber. Na, das ist ja nett. 800 Schaden. Krass. Oh. Das war ein überraschender Move. Ha. Huh. Okay. Ja, wie kriege ich den jetzt hier rüber? Geht das überhaupt? Ich habe das Gefühl, ich kriege irgendwann noch einen Skill dazu, wo man so eine Dinger tun kann, aber ich habe keine Ahnung. Wie ich das jetzt machen soll, oder? Oder kann ich von hier darüber springen? Geht das? Oder kann ich mit dem... Nee, aber ich kann das Ding ja nicht holen, oder? Das... So, mal gucken, der... Das hat ja gerade schon gesehen, der Vogel. Sieh nach, was du finden kannst. Nee. Lass nochmal. Los. Okay, soll ich doch von hier? Nee, das geht nicht. Hier ist auch nix. Okay. Aber hier sieht es schon so aus, als ob ich irgendwo hin soll. Nee. Aber vielleicht da drunter. Mal gucken. Nee. Aber komme ich von... Okay. Ja, das war ja einfach, denn. Kann ich das so weit schmeißen? Das geht, ne? Ja. Jawohl. Aber oh, das war einfach, denn? Doch. Na gut. Jetzt bin ich eine Ebene höher von da, wo ich eben war. Nur hier bringt es mir, glaube ich, gar nichts. Naja, sieht zumindest nicht so aus. Aha. Was auch immer das jetzt macht. Warum baut jemand irgendeinen Tempel, der so aussieht? Ach, ist das hier, falls ich runterfalle? Sieht so aus. Naja, dann machen wir das einfach... Oh, nicht. Oh, zack, hat geklappt. Jawohl. Das war ja gut. So, und hier war das jetzt... Ja, genau. Ach, ja doch. Jetzt sind wir... Ja, ja.
Sind wir wieder hier? Jawohl. Was ist das da? Ist das irgendwas? Nee. Okay. Oh. Okay. Ich stehe hier irgendwo an der Kante. So, warte mal ab. Warte mal, der. Okay, ich wollte eigentlich hier so eine Faxe machen. Oh, der hat einen Schlüssel dabei, anscheinend. Ich wollte nochmal diesen coolen Trick, den ich vorher hatte, wo ich so hochgesprungen bin. Aber das geht anscheinend nicht so einfach. Oder zumindest nicht so, wie ich gerade gedacht habe. Bestimmt ein ganz einfacher Trick. Aber da kriege ich ja auch ein bisschen HP wieder. Wie das auch funktioniert, ne? Warum geht ein Tor runter, wenn ein Monster kommt? Ist nicht so ganz klar. Warte mal, irgendwas. Ich dachte gerade, da wäre auch so ein Stein. Hey. Da sind wir jetzt überall durch. Oh, hier gibt es zwei Truhen. Oder bin ich jetzt schon durch? Denn das war ja auch verrückt. Okay. Hier gibt's auch gar nichts. Das ist. Oh. Hier gibt's. Oh. Oh. Überall Monster. Eigentlich ist der doch recht langsam. Ne, den letzten wollte ich jetzt nicht geben. Huch. Hey, jetzt sind davon mehrere da? Was soll das denn? Hat er noch mehr getroffen? Ach, wahrscheinlich sollte ich auch mal meine Reaper-Gestalt machen. Um die einfach zu machen, weil sie cool ist und. So, warte mal, ich. Nee, warte mal. Doch, hier ging das. Wie gingen die? L1 und R2, okay. Zack, okay. Ja, das ist schon ein bisschen übertrieben, ja, aber. War ja denn gut? So, das war's für heute mit Darksiders. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss.